Hey Leute, willkommen zurück zu Elex. Es geht weiter. Ah, ich habe jetzt mal geschaut in Ignadon des Nachts. Ihr habt gesagt, ich soll mal... Oh, das Federvieh hier. Häng. Ihr habt gesagt, ich soll doch mal gucken. Die Pflanze, die leuchtet nämlich sehr stark, dieses Goldraunen. Ich habe sie aber nicht gefunden und der Singsang, den man da immer hört, das hat nichts damit zu tun. Ich habe extra im Forum nachgesehen, in Steam. Und das ist nicht der Fall, wirklich nicht. So. Übrigens, ich habe jetzt beim Starten sehr große Grafikprobleme gehabt. Also es hat alles geflackert und ich habe meinen Charakter nicht mehr gesehen. Ich konnte nicht laufen, nichts. Deswegen gebe ich euch auch den Tipp. Ich habe auch im Forum, war eigentlich initial das, warum ich geschaut habe im Forum. Man muss einfach die Grafikeinstellungen auf Standard zurücksetzen. Dann müsste es wieder gehen. Das ist wohl so ein Problem von Nvidia-Grafikkarten. Da gab es irgendeinen Patch, irgendein Update. Und ja, seitdem hat es nicht mehr so ganz funktioniert. Aber jetzt geht's wieder. Hurra, hurra. Wir spielen weiter. Ich will mal ganz kurz schauen. Ich habe nämlich den Tipp bekommen, mir doch vielleicht eine Berserker-Waffe zu holen, eine Zweihandwaffe. Weil die lassen sich dann ganz gut upgraden. Mache ich auch gleich. Ich will erstmal gucken. Geld ist nicht so geil. Das ist. What? Mir fehlt nämlich nur noch einen Punkt in Stärke. Da kann ich die Waffe. Oh, das kostet ganz schön viel, oder? 4500. Alter. 4500, um die Waffe abzugraden. Mach mich doch nicht fertig. Den blöden Dualhammer, ich glaube, den kann ich. Plus 7 auf Stufe 2, dann ist er ja noch schwächer als mein Schwert jetzt. Auf Stufe 2. Nee, komm, die Waffe verkaufe ich wieder. Der Knibbel, der ist nicht. Der lohnt sich nicht. Achso, warte. Nee, erstmal verkaufen hier ein bisschen. Habe ich hier noch Geld für irgendwas jetzt? Die Frage. Und ich brauche doch auch reines Elex. Natürlich. Ich werde mir auch keine Tränke mehr reinziehen, glaube ich. Hauch des Todes, das ist schon. Alter, aber es gibt 4600. Was in den Bergen von Xarkor bislang ist ungeklärt, weshalb sie noch immer die Kälte der Eiswüste in sich trägt. Boah, das werde ich niemals haben, diese Stats. Also die Konstitution, ich glaube es nicht. Aber ich behalte sie nochmal. Aber der kommt weg. Ja, diese Stärke Konstitution, Zweihandwaffen, die sind nicht so toll. Leider. Ja gut, das ist realistisch, dass ich das irgendwann habe, die 70 Stärke. Deswegen wollte ich vielleicht die Schrotflinte dann nehmen, aber die ist 30 Meter Reichweite? Ach komm. Eine Schrotflinte mit 30 Metern Reichweite. Sehen wir das doch nicht. Na gut. Ich weiß, bei manchen Spielen ist das halt so. Aber 70 Stärke. Die hat 72 und die hat 91. Ich glaube, dann kann ich die auch mal langsam... Und die hat mehr Reichweite, die Waffe. Ball und Bogen. Ja, die Amulette verkaufe ich auch nicht. Hier, die ganze. Ja, das ist Quatsch hier. Komm, weg mit den Alpzaubern. Die nutze ich sowieso nicht, ihr wisst ja. Oh, Objektsicht. Also, eigentlich ist egal. Ich brauche Kohle jetzt. Ich kann mir leider nicht mehr das ganze Zeug zusammen bauen, durch herstellen, durch Handwerkskunst. Ja, reines Elex. Wie gesagt, werde ich jetzt auch nicht mehr brauchen für Tränke. Oh, guck mal. Teampanzer 30 gibt der. 23 habe ich. Nicht, dass ich jetzt was verbaue. Warte mal. Was brauche ich denn jetzt für die ganzen Sachen, die ich herstellen kann? Ich wollte mir nämlich unbedingt dieses eine Schmuckstück da machen, diesen Ring. Hier, Ring der Vitalität nicht. Nein. Hier. Schicklichkeit 10 Watt, aber 15 Flügel und der hier braucht Auge des Zyklopen und Eisenerz. Also Erze, Hornplatten. Möchte ich jetzt gerade mal bauen. Aber nicht 4. Warum soll ich mir 4 Ringe bauen? Ich kann ja eh nur 2 tragen. Oder einen. Genau das wollte ich jetzt testen. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt 2 Ringe, glaube ich, habe. Nee, man kann echt nur einen Ring tragen. Was soll denn das? Ist doch scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Ich lasse aber den Resistenzring an, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Warum kann ich nur einen Ring tragen, bitte? Ich habe 10 Finger. Zeig. Wenn ich so als... Hätte ich nur einen Finger oder wenn es Brustwarzen-Piercings und ich hätte nur noch eine Brustwarze. Mal sowas. So, ist es ein bisschen... Naja, so, gut, dann ist halt so. Oh, was? 704, gut, die gibt nur eine.
will jetzt nichts verkaufen, was eine Munition darstellt oder so. Crafting-Materialien ist wieder was anderes. Oh. Hier. Okay. Alles weg, glaube ich. Ja. Oh. Sehr gut. Goldene Kelche bringen auch ein bisschen mehr. Das Einzige, wo ich jetzt eigentlich noch dran denken muss, ist halt zu investieren fürs Endgame sozusagen. Ja, ich weiß. Es liegt wahrscheinlich noch ein bisschen weiter vor mir, das Endgame, aber... Ich meine, jetzt halt von der Ausrüstung bin ich auf jeden Fall gewappnet. Sozusagen. Wie viele Knochen habe ich denn? Und Zähne. Alter, wie viel Geld gibt das jetzt alles? Hui. Ja, komm noch mehr, bitte. 9,5. Warte mal, aber das wird alles... Das relativiert sich, wenn ich es verkaufe. Oder wenn ich Zeug dafür kaufe. Scheiße. Ne? Gar nicht hoch, bitte. Ja. Und Diebeln. Im Prinzip könnte ich das Zeug hier auch farmen gehen, wenn ich jetzt irgendwo irgendwelche Monster umklatsche. Das ist gut. Die Teampanzer, ja, die werde ich mal behalten. Ich glaube, die sind ein bisschen seltener. Mana habe ich noch viel. Oh, 15.000. Oh, Geizhals habe ich. Ich habe Motiv bekommen, Geizhals. Wahrscheinlich, weil ich jetzt so viel Kram hier verdient, verdient habe, kann man sagen, ja. So, da haben wir uns ein bisschen reines Elex, aber ich mache mir keine Tränke mehr draus. Die Zeiten sind vorbei. Was immer. Wie ist das mit der Eingabe gerade komisch mit der dem Gamepad? Verzögert alles so. So. Kinder. Warte mal, einen Sockel könnte ich ja vielleicht auch noch. 1000. Ja. Ich würde mir noch einen dritten Sockel holen. Was hat der denn? Hä? Was? Geht nicht? Guck mal. Brauche ich noch eine Stärke mehr? 80. Alter. Das ist so gut jetzt. Dieses Schwert ist so stark und kostet 3000. Wie viel habe ich denn? Geld habe ich denn? 7800. Geht aber. Ich könnte mir noch einen dritten Sockel jetzt einfach mal reinpacken, weil wenn ich jetzt was... Nein, ich brauche alles Elex. Verdammt. So. Stärke. Eng. Oh, ist das geil. Leute, das Schwert. Guckt euch das mal an. 80 Schaden, das ist so super stark. Ich meine, es gibt natürlich noch stärkere Waffen. Aber komm, dann werde ich das mit den zwei Händen erstmal ein bisschen ad acta legen. Dann hole ich mir irgendwann anders doch nochmal. Zeig mir deine. Natürlich. Der hat immer halt Elex auf Lager. Das ist schon ein bisschen kurios. Wo holt denn das alles her? Ach, ist das gut. Oder soll ich erstmal eine... Ich glaube, ich mache erstmal eine Veredelung. Weil ich habe eh noch keine guten Sockel, meine ich eigentlich. Warte, das kostet 7,5. Habe ich nicht schwach. Ich weiß auch nicht welche. Ich hatte jetzt Stase. Vielleicht nehme ich mal Psi für... War noch 600 Elex. Elexit, meine ich doch. Schwede, ist das teuer. Aber lohnt sich ja auch. Ich meine, da mache ich wahrscheinlich um einiges mehr Schaden wieder. Ah, ich will das eigentlich nicht verkaufen hier. Auch das Todes. Giftkrieger Schwert 2. Es ist scheiße. Weg damit. Soll ich damit. Ignis Artifacts. Eigentlich auch eine coole Waffe, aber... Ich behalte sie. Jetzt habe ich ja wieder genug. Ein Feuerschwert. So ein Zweihand-Feuerschwert ist bestimmt cool. Nur macht das halt echt wenig Damage, wenn man überlegt, dass es ein Zweihand ist und auch noch einen einzigartigen... Also nicht Namen, also auch wenn es halt noch einen Titel hat, das Schwert. Dafür ist es dann doch ein bisschen lame. Hier. Er hat schon wieder abgelegt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was Psi jetzt macht, aber es ist grün. Oh, grün gefällt mir besser. Jetzt komme ich hier vor wie Luke Skywalker. Ah! Okay, ich lasse es mal. Ja, tschüss. Was ist los? Wo ist denn Falk? Ich nehme Falk wieder mit, Leute. Der ist mir als Begleiter doch eigentlich ganz gelegen. Falk tanzt wieder. Mitkommen. Ja. Gut. Sehr schön. Nee, Falk ist mir ganz angenehm. Kaya aber auch.
Ray, mit dem bin ich jetzt erstmal fertig. Ich hab mir geschrieben, der hat... Interessante Kulisse. Oh, warte mal, Harley. Du bist jetzt unser neuer Anführer, habe ich gehört. Ray spielt noch eine große Rolle. Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen, was, Kumpel? Wie willst du eigentlich angeredet werden? Mit Big Daddy oder Captain? Nicht so wichtig. Andererseits, ich denke, Commander wäre passend. Aye, Sir. Dann auf gute Zusammenarbeit. Commander. Du lachst bei Commander, aber Big Daddy findest du in Ordnung, oder was? Ist ja nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe noch eine Menge zu tun. Ich wollte nur wissen, wie weit der Gleiter ist. Ist der Wahnsinn, dass wir jetzt hier so ein Teil rumstehen haben. Es ist einfach nur toll. Okay, wir haben noch Quests. Der Konverter. Genau, der Konverter hier. Aber ich gehe erstmal nach Ignadon. Ich möchte nämlich bessere Ausrüstung. Was? Ich kreis rund, der Vulkan. Ja, witzig. Hier ist es ja. Naja, ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen die Leute zu bequatschen und bessere Ausrüstung zu ergattern. Weil ich finde, so langsam ist es an der Zeit, dass man mal ein bisschen das wertschätzt, was ich hier getan habe für die Gemeinschaft. Ja? Wer kann den Herrschaftsanspruch der Kleriker in Frage stellen, wenn er auf diesem Boden steht? Ganz ehrlich, da hast du recht. Das sehe ich ehrlich gesagt genauso. Wenn man sich die Hauptstädte anguckt, ist auf jeden Fall hier in Ignadon das beeindruckendste Bauwerk. Du hast doch Oswald des Elex-Handels beschuldigt. Ich habe bei der Sache nochmal genauer nachgeforscht. Ja? Es scheint tatsächlich so, als wäre er der Schuldige. Das hast du hervorragend gemacht. Du bist uns eine große Hilfe gewesen. Hier hast du das versprochene Kopfgeld. Danke, ich dachte... Fantastisch! Es war wirklich Oswald, der Prediger. Der Schweinehund. Ich hab's gewusst, ich hab's gehofft. Wegen meiner Pflichten als Akolyt. Ich habe Suggestion gelernt. Ach wirklich? Dann zeig mal, was du kannst. Ich will, dass du versuchst, meinen Glauben an Kalan zu erschüttern. Was? Die Outlaws sind gute Menschen. Und du bist ein Freund von ihnen. Die Outlaws? Ja, eigentlich sind sie... Nein. Das war kreativ. Oh. Mit einem Angriff auf dieser Ebene habe ich nicht gerechnet. Ich bin beeindruckt. Das war für einen Anfänger wirklich gut. Gut, diesen Teil deiner Aufnahme sehe ich hiermit als erledigt an. Aber denke immer daran. Versuche niemals, Leute zu suggestieren, die einen stärkeren Geist als du besitzen. Du kannst davon ausgehen, dass es nicht klappen wird. Übe fleißig weiter. Vielleicht schaffst du es eines Tages, mich zu überzeugen. Dann geh jetzt und melde dich wieder bei mir, wenn du deine Wallfahrt erfolgreich gemeistert hast. Ich bin von der Wallfahrt zurückgekehrt. Tada! Dann hast du die Prüfungen Kalans überlebt und sein Land kennengelernt. Das ist gut. Außerdem solltest du noch mit Martha reden, um deinen Willen, das Lager zu unterstützen, zu beweisen. Das habe ich doch. Beweise dich, Akolyt. Ach so, das muss ich jetzt trotzdem... Ja, ich meine, ich habe das ja eigentlich schon gemacht. So ist ja nicht. Vielleicht muss ich ja nochmal jetzt mit Martha reden. Wo war sie denn? Martha. Ne, das war ein Persönlichkeitslehrer. Eva. Martha. Ist das nicht sogar schneller, wenn ich dorthin laufe? Das Geheimnis hat sie mit ins Grab genommen. Also ich meine, wenn ich mich hier teleportiere. Da muss ich nach Westen. Ich komme mit den Richtungen hier durcheinander. Ich sollte mich mehr an den Kompass halten. Aha. Oswald, du stehst ja immer noch hier. Ich dachte, du bist schon längst abgeführt. Hallo, mein Sohn. Wie geht es dir? Okay. Hast du Kalan bereits in dein Herz geschlossen? Ja, habe ich. Tief und innig. Hast du nicht noch vor kurzem Angst gehabt, suggestiert zu werden? Ja, das hatte ich. Wurde auch. Jetzt bin ich wieder reinen Glaubens und habe eingesehen, dass es falsch war, was ich getan habe. Ich habe mit ein paar unserer besten Suggestoren zusammengearbeitet und sie haben mich überzeugt. Sie mussten mich nicht mal suggestieren. Sie haben einfach nur mit mir geredet. Jetzt weiß ich, dass es falsch war, was ich getan hatte.
Nun kann ich mein Leben wieder ganz Kalan widmen und meine Predigen halten. Es freut mich, dass du mir geholfen hast, auf den rechten Pfad zu kommen. Wir sehen uns bei der Predigt, mein Sohn. Nein. Der Prophet gab uns die heiligen Schriften Kalans. Ja, das tun doch Suggestor, die reden mit dir, Mensch. Das ist doch genau das, was sie tun. Das ist doch das Suggestieren, dachte ich. Ach, der wird auf den Stuhl geschnallt und dann gefoltert, oder was? Ja, wie dem auch sei. Es ist ein Heuchler. Es ist ein dreckiger Heuchler. Er sagt, er handelt im Namen Kalans und tut das. Sei lieber leise. Nein, ich bin nicht leise. Devin, hier. Zeig mir deine Ware. Alles klar. Hattest du nicht irgendwas Schönes für mich noch? Nee, ne? Ach Gott, das ist ein richtiger Heuchler gewesen, der Oswald. Jetzt ist das immer noch, aber ein suggestierter Heuchler. Damals wäre er davon nicht bestraft worden. Hast du etwas zu essen für mich? Selbstverständlich. Das hier wird dir Kraft geben. Bitte sehr. Oh! Es gibt mehr sogar. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Nee, was soll ich denn jetzt machen, Leute? Ich kann mich nicht... So, warte mal. Vielleicht sollte ich ja nicht zu Reinhold gehen fürs Upgrade, sondern... Du hast einen Tag... Ja, gut. Okay, dann muss ich wohl jetzt zu Dingens gehen hier. Zum, wie heißt der? Nein, das kann ich nicht glauben. Alter, Baller. Vielleicht kann der mich upgraden, also auf den Legat. Weiß es nicht. Ihr habt mir auch geschrieben, man kann wirklich bei, also bei den Berserkern geht es zumindest. Erstmal was trinken, erstmal einen rauchen. Man kann ja bei den Berserkern, glaube ich, auch ziemlich weit bis zur Spitze aufsteigen, innerhalb des Ganzen, ohne überhaupt die Hauptquest weiterzumachen. Herr Balda. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Alles. Alles. Das ist halt alles... Wiederbelebungsaura? Okay, Wiederbelebungsaura hört sich halt irgendwie komisch an. Ja, Fernkampfwaffen ist auch nicht so meins. Das ist vielleicht ganz geil. Ja, komm, das nehmen wir mal. Technik spüren, erspüren, hebt alle synthetischen Wesen und Hightech-Gegenstände hervor. Ein-Mann-Armee. Das wäre vielleicht mal ganz nett. Warte mal, habe ich noch genug Punkte für Konstitution 50? Perfekt. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Das ist geil, die Ein-Mann-Armee. Das ist sogar passiver. Passiver Skill, ja. Geil. Erika plus 1. Das ist also auch nochmal ein Wert, den ich zu steigern habe. Interessant. Aber jetzt komme ich doch gar nicht weiter. Ich habe doch Martha schon geholfen. Was soll denn das? Er sagte, ich soll Martha helfen. Ja, nun. Habe ich gemacht. Und jetzt? Beweise dich, Akolyt. Habe ich doch. Ich habe mich doch schon... Die große Offensive. Klerikerplan, einen Angriff. Da. Separatisten sollten wissen, irgendwie hört zu den Separatisten. Ich meine, es ist mir doch egal. Kaya, genau. Echt so böses Mädchen. Achso, wenn diese konkrete. Okay. Also, ich soll später nochmal zu Nasty. Böse Mädchen. Ja, bitte? Da hat jemand geklingelt. Was war das denn? Beweise dich! Akolyt. Ach, Kinder. Nicht, dass das verbuggt ist, weil ich habe Martha ja schon geholfen. Ich habe ihr die Nahrungskisten gebracht. Oh mein, jo. Ja. Hier sind die auf jeden Fall akzeptiert, die ganzen Jetpacks und Technikerweiterungen. Das finde ich ziemlich lustig. Wo ist denn jetzt dieser Konverter? Der ist mitten hier in Edan. Das ist schon ein besser. Ich glaube, das ist schon ein besser. Es ist, Süder besser. Ist ein bisschen besser. So. Wollen mal sehen. Ihr seid ja freundlich dann, ne? Halt die Ohren steif. Du auch, Kumpel. Danke. Wow, ich habe letztes Mal gedacht, die wollen mich hier killen, wenn ich da zu lange rumrenne. Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. Ja, mir auch. Komm her. Du bist bestimmt nicht freundlich. Ne. Geil. Oh, da kommt noch mehr.
Ein Schnabel. Oh, schön abgestochen. Das ist irgendwie unsere Katze. Die machen das auch immer so. Brau. Doch wirklich, wie eine Katze. Ja, coole Wurst. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon eine super starke Waffe. Wobei, ich weiß nicht. Was macht Psi so anders? Ist vielleicht Psi bei Menschen jetzt wirksamer? Ach, hier ist der Eingang. So, erstmal speichern. Man weiß ja nie, was kommt. Ne? Vielleicht mögen die uns gar nicht. Der Konverter ist offensichtlich noch aktiv, denn die erzeugen ja diese Kälte hier außenrum, ha? Huh? Oh, guck mal. Halbzauber. Körperschild und Objektsicht. Was macht ihr denn damit hier? Warte, ich muss mir vielleicht auch mal... wo war denn das jetzt? Bei Magie? Da. Genau. Coole Sache, da kann ich jetzt zum Beispiel einfach irgendwas runternehmen von mir, wenn ich jetzt brenne oder so. Ist ziemlich nett. Oh, noch mehr Zeug. Das ist auch so der Chef, du stehst genau in der Mitte, ja? Wer bist du denn? Jax, die Bestie von Xarkor. Als man mir sagte, du seist hier, hatte ich es erst nicht geglaubt. Man sagt, du seist exekutiert worden. Sie haben es versucht. Ich hatte Glück, schätze ich. Gestern hätte ich noch gerne den Kopf des effektivsten Feldherrn, den Magalan je gesehen hat, aufgespießt auf einem Speer gesehen. Heute wendet sich das Blatt und du stehst als Vogelfreier vor mir. So ändern sich die Zeiten. Also, was kann ein Abtrünniger der Alps für den anderen tun? Ich brauche eure Unterstützung. Warum sollten wir dir helfen? Ich bin kein Alp mehr. Und ich bin nun auf mich allein gestellt. Wenn die Alps mich aufspüren, werden sie nicht zögern, mich zu jagen und zu vernichten. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, euer Kampf gegen die Elexitoren ist meinem sehr ähnlich. Das ist zu wenig. Niemand hat deine Gräueltaten je vergessen, Bestie von Xarkor. Nur allein, weil du unser Versteck entdeckt hast, müssen wir dich auf der Stelle töten. Beenden wir das hier. Auf die Knie. Es ist sogar ein Versteck. Ich finde sie übrigens sehr bedrohlich, gerade die Atmosphäre. Nicht nur, weil er mich jetzt hinrichten will. Ihr Idioten solltet besser zuhören, anstatt sofort die Waffe zu ziehen. Selbst deine Erregung wird dich nicht retten. Sie ist nur Ausdruck deines Elex-Entzugs. Eure Engstirnigkeit ist der Grund, warum ihr euch immer noch in Löchern verkriecht und euren Kampf niemals gewinnen werdet. Was weiß ein von den Elexitoren Verblendeter wie du schon von unserem Kampf? Aber gut, du bekommst Zeit für 3 Argumente. Dann werden wir über dich richten. So, was? Okay, die Marschbefehle, das hatten wir schon mal. Die ändern sich so schnell, das bringt nichts. Ja, hier, komm. Der Elex-Verlust lässt mich Dinge fühlen, die ich vorher nicht kannte. Im Gegensatz zu den Alps haltet ihr euren Elex-Konsum im Zaum. Das ermöglicht euch ebenfalls, empathische Argumente in eure Entscheidungen einfließen zu lassen. Das ist wahr. Doch sagt mir mein Gefühl, dass es besser wäre, dich zu töten. Elexitor Kallax ließ mich exekutieren. Und ihr kämpft gegen die Elexitoren. Ja, unser Kampf richtet sich nicht gegen das Volk der Alps, nur gegen ihre geistigen Führer. Seit die Elexitoren das Oberkommando übernommen haben, sind unsere alten Werte verfallen. Und du warst der hörigste und effektivste ihrer Handlanger. Elexitor Kallax, der Dämon der Eiswüste, war dir dein Leben lang so nah wie kein anderer. Doch auch ein fallengelassenes Werkzeug bleibt immer nur ein Werkzeug. Ja, was? Komm schon, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Falls ich mich undeutlich ausgedrückt habe, erkläre dich, sonst bist du tot. Na gut, ich könnte mein Wissen über Stellungen und Marschbefehle der Alp-Commander mit euch teilen. Dein Wissen ist Wochen alt. Du weißt selbst, wie flüchtig solche Informationen sind.
Deine Zeit ist um und deine Argumente überzeugen mich nicht. Aber ich werde dir trotzdem die Gelegenheit geben, deinen Wert unter Beweis zu stellen. Warum? Es ist höchst ungewöhnlich, wie schnell du den Weg zurück ins Leben gefunden hast, obwohl du so intensiv der Macht der Maschine verfallen warst. Du hast dich schon bemerkenswert lange gehalten. Ich bin neugierig, wohin die Kraft der Emotionen, mit denen du zu kämpfen hast, eine eiskalte Tötungsmaschine wie dich führen wird. Ich weiß ja auch nicht. Ich fand den Dieb, der mich während meiner Bewusstlosigkeit in den Bergen bestahl. Das heißt, du hast jetzt die Ausrüstung eines Alp-Commanders zurückerhalten? Nein. Zumindest hast du jetzt Gewissheit, was mit deiner Ausrüstung passiert ist. Was hast du noch zu berichten? Na toll, weißt du, habe ich auch nichts davon. Wenn mein Zeug geglaubt ist, ich weiß nicht. Naja. Ich bin einer Gemeinschaft der freien Menschen beigetreten. Es ist nicht ganz das, was du bisher gewohnt bist, nehme ich an. Die Kleriker sind hochtechnisiert. Die Verwendung des reinen Elix ist fortschrittlich. Nun, zumindest das verbindet sie mit uns. Sehr gut. Aber das war doch noch nicht alles, oder? Meine momentane Ausrüstung scheint brauchbar. Das ist auch notwendig. Bald werden große Aufgaben auf dich warten. Gut, aber da ist noch einiges zu erledigen. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Sag mal, was? Ich bin euch doch keine Rechenschaft schuldig. Ich bin einigen deiner Leute in Nidan begegnet. Ja, ich hörte davon. Nizol und seine Männer standen unter Beobachtung. Ich weiß auch, was du getan hast. Jeder andere in deiner Situation hätte sie wahrscheinlich getötet. Spricht für dich, dass du es nicht getan hast. Ja, siehst du? Elexitor Kallax muss aus dem Verkehr gezogen werden. In dem Punkt sind wir uns einig. Er ist nach dir die größte Bedrohung für die Alps. Und für alle anderen. Kallax ist verantwortlich für die vernichtendsten Vorstöße der Alps gegen die freien Menschen. Das ist wahr. Man sagt, er hätte deinen Platz eingenommen und führt nun seine Armeen mit eiserner Hand in die Schlacht. Aber das ist nicht alles. Genügt das nicht? Kallax war viele Jahre an deiner Seite. Schlussendlich hat er dich verraten und versucht, dich zu töten. Jetzt willst du deine Rache. Ein sehr emotionales Ziel, findest du nicht? Und wenn schon, es ändert nichts an den Fakten. Es wird schwer, einen klaren Kopf zu behalten, wenn Rachegedanken dich übermannen. Es ist noch zu früh, um die Elexitoren direkt anzugreifen. Wenn sie dich finden, werden sie dich vernichten. Vorerst musst du verhindern, dass die Elexitoren von deiner Wiederauferstehung erfahren. Dein Gleiter ist in Edan abgestürzt. Jeder weiß das und hält dich für tot. Doch falls du bei deinen Wanderungen durch Edan von den Alps gesehen worden bist, könnte das fatale Konsequenzen für dich haben. Was kann ich tun? Vernichte die Stellungen der Alps in Edan, bevor sie Meldung über dich machen können. Ja, könnte ich machen. Sinnvoll, doch alles andere als leicht. Was ist dein Interesse daran? Warum gestiegen? Glaub mir, mir gefällt der Gedanke nicht, Alps zu opfern. Doch die Stellungen in Edan stören unsere Operationen dort. Das heißt, dass du mich euren Job in Edan erledigen lässt. Du willst unsere Hilfe? Wir profitieren von deiner Kampfkraft. Warum ist das meine... Warum ist die Kälte gestiegen? Also gut. Wo finde ich die benannten Stellungen der Alps in Edan? Rund um den stillgelegten Konverter in Edan sind immer noch einige Alpsoldaten, die ihn beobachten und bewachen. Ich gebe dir die Koordinaten in deinen Adjutor ein. Cool. Ja. Hab ich doch schon. Hab ich doch. Ich habe mich um die Stellungen der Alps in Edan gekümmert. Interessant. Du hast offenbar dein strategisches Geschick nicht verloren. Habe ich schon geschafft, bevor du mir die Anweisung gegeben hast. Das ist richtig, strategisches Geschick. Strategisch.
Die Menschen wurden zurückgeschlagen. Xarkors Grenzposten halten ihren verzweifelten Angriffen stand. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir sie abwehren müssen. Sie werden wiederkommen. Sie kämpfen wie Tiere, ungeordnet und folgen keinem effizienten Muster. Wie lange wird es dauern, bis sie endgültig aufgeben? Schwer zu sagen. Wenn sie rational wie wir denken würden, hätten sie schon lange erkannt, wie aussichtslos der Widerstand ist. Doch die noch freien Menschen folgen vornehmlich ihren Gefühlen, was sie auch oft sehr unberechenbar macht. Irrelevant. Am Ende werden wir siegreich sein. Auch wenn es noch Jahre dauert. Na toll. Sie sollten du einfach und Karl aufgeben. Angst waren ja nie sonderlich zimperlich, wenn ich mich recht erinnere. Das ist keine Strategie, das ist reine Waffengewalt. Die uns sehr entgegenkommt. Noch etwas? Ja. Ich will meine Macht zurück. Natürlich willst du das. Du warst der mächtigste Feldherr der Armee. Durch deine Elex-Magie sind Heere gefallen und sie lehrte den freien Menschen das Fürchten. Doch das ist nun vorbei. Das Elex ist aus deinem Körper gewichen. Du wirst alternative Wege finden müssen, um wieder neue Macht zu erlangen. Wie? Die freien Menschen selbst sind deine einzige Chance. Du musst ihre Kampfkünste, Waffen und Rüstungen assimilieren. Je mehr du über ihre Fähigkeiten und Strategien erlernst, umso stärker wirst du werden. Bin ich Borg oder was? Warum die freien Menschen? Was ist mit euch? Wir mögen ähnliche Ziele haben, doch sind unsere Beweggründe verschieden. Wir haben all die Jahre nur überlebt, weil wir auf die richtigen Rekruten gesetzt haben. Rekruten? Du meinst Terroristen? Siehst du, genau das ist es, wovon ich rede. Nein, das Risiko, dich in unseren Reihen schalten und walten zu lassen, gehe ich nicht ein. Ah, also doch keine vierte Fraktion, der ich mich anschließen kann. Der Einfluss meiner neuen Emotionen hat erste Auswirkungen gezeigt. Was hast du gesehen? Ich hatte Visionen über meine Vergangenheit. Ich nehme an, sie konnten dir einiges über dein Innerstes selbst verdeutlichen. Die wenigsten davon. Sie warfen nur noch mehr Fragen auf. Anfangs ist es noch verwirrend. Bald wirst du lernen, sie richtig zu deuten. Was geschieht mit mir? Dein Körper wehrt sich gegen den Elex-Entzug. Lass ihn gewähren und beobachte ihn. Er wird wichtige Dinge zutage fördern. Er wird dir zeigen, wer du wirklich bist. Aha. Noch etwas? Meine alternative Verteidigung sollte nun ausreichen. Du hast an Stärke hinzugewonnen. Man könnte dir jetzt schon einiges zutrauen. Ja. Es reicht jedoch bei weitem nicht aus, um Kallax herauszufordern. Natürlich, bestimmt. Oh, noch ein Flashback. Interessant, was hier alles passiert in der Mission. Was sollte das? Du hast ihn getötet. Ja, und ich werde auch beim nächsten nicht zögern. Die Information über den Aufenthalt seiner Komplizen ist nun ebenfalls mit ihm gestorben. Ist das eine offizielle Kritik an meinem Führungsstil, Bruder? Noch bin ich nicht dein Vorgesetzter, Kallax. Interessant. Das hört sich so an, als hättest du bald eine Audienz. Ja, schon möglich. Wenigstens einer unserer Familie sollte an der Spitze stehen. Das ist hoffentlich nicht der Grund, warum du zu ihm gehen wirst, wenn er dich ruft, oder? Zumindest ist es ein Grund. Sei nicht so zögerlich, Bruder. Der Feind ist es auch nicht. Vergiss das nie. Warte mal, Kallax ist unser Bruder? What the fuck? Aber für die nächsten Schritte sollte es erst einmal reichen. So, nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir beide uns über unsere weitere Zusammenarbeit unterhalten müssen. Warte mal. Ich werde meinen Agenten ausrichten, dass sie dich gewähren lassen sollen, wenn du in unserem Sinne handelst. Aber rechne nicht mit großer Unterstützung. Na toll. Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir uns im Hintergrund halten. Natürlich. Unwichtig. Du kennst mein Anliegen. Du bist noch nicht so weit, einem Elexitor wie Kallax das Wasser zu reichen.
Aber ich kann dir verraten, wie du deinem Ziel näher kommen kannst. Soeben meldete einer meiner Agenten, dass der abtrünnige Elexitor Zadom einen Unterschlupf im Nordosten von Abessa haben soll. Die freien Menschen nennen ihn überall den Eremiten. Gehe zu ihm und schildere ihm deinen Plan. Ich bin sicher, dass er genau weiß, wie man an die Elexitoren herankommt, ohne sich gleich der ganzen Armee stellen zu müssen. Jeder Elexitor verdient den Tod. Nicht, wenn er noch von Nutzen sein kann. Du weißt, wo sich ein ehemaliger Elexitor aufhält und du lässt ihn gewähren? Das tue ich nicht. Ich schicke ja dich. Seltsames Vertrauen, das du mir da entgegenbringst. Zadom ist ein Ausgestoßener wie du, aber im Gegensatz zu dir wissen wir nicht, ob er seine Elex-Kräfte immer noch besitzt. Wenn doch, ist jede Annäherung tödlich, sogar für uns. Ein zu hohes Risiko. Du bist nur der erste Versuch, diesen Mann aus der Reserve zu locken. Ach so, dann ist ja gut. Trotzdem, Kallax, ist es jetzt unser Bruder wirklich biologischer Art oder wirklich sowas wie Bruder, Bruder aus einer Bruderschaft? Ihr versteht schon. Das ist unser Blutsverwandter und will uns töten. Oder hat uns quasi ja schon getötet, denkt er. Oder wie oder nicht. Ja klar. Und ihr beobachtet schön von Weitem, wie er mich auseinandernimmt. Und wir wissen, worauf wir uns einstellen müssen, sollte er sich irgendwann gegen uns stellen. Warum sollte er mir helfen? Zadom wäre gern selbst zum Meister der Elexitoren aufgestiegen. Du weißt so gut wie ich, dass das der eigentliche Grund für seine Verbannung war. Stelle dich in seinen Dienst. Sag ihm, dass du gemeinsam mit ihm gegen den Hybriden kämpfen willst. Dein Wort hatte bis vor kurzem noch großes Gewicht im Eispalast. Das wird ihn überzeugen. Der Hybrid. Eine synthetische Lebensform voller Weisheit und Perfektion. Meister der Elexitoren und zentraler Punkt unserer Direktive. Alles Elex dem Hybriden. Mit der Präzision einer Kampfmaschine regiert er das Eisland mit unerschütterlicher Gnadenlosigkeit. Er war auch mein Meister. Vor meiner Exekution. Ein perfektes Leben voller Klarheit und Effektivität. Bevor Kallax mir all das mit seinem Urteil über mich nahm. Die Klarheit wich dem nackten Kampf ums Überleben auf meinen Streifzügen durch die Länder der freien Menschen mit einem letzten klaren Ziel. Kallax. Wow, und somit sind wir in Passus 2 angekommen. Krass, das ist unerwartet. Das ist mit den Dingens hier, mit den Separatisten so eingeläutet wird. Das zweite Kapitel hätte ich nicht erwartet. Alles klar. Habe ich jetzt einfach mal... Warte mal, ist es da oben... Das ist vielleicht unser Ziel, da wo wir jetzt hin sollen? Was ist das hier jetzt? Firmengelände, noch da besser. Bitte, Mann. Der ehemalige Exitor Zadom ist für viele nur noch ein alter Eremit. Geduld. Kallax ist in den Eispalast zurückbeordert worden. Um an ihn heranzukommen, muss ich meine Rache so lange wie möglich aufschieben. Ja, warte mal, ist das hier der Eispalast oder wie? Ja, ist der Eispalast. Und da sind dann wohl die Alp. Super krassen Alp unterwegs. Kälte intuitiv, was heißt denn das jetzt schon wieder? Ich weiß nicht so ganz. Ich kenne die Ränge nicht. Von dem. Ne? Aha. Achso, die wollen ihn abschalten, den Konverter. Bin ich ja noch gar nicht fertig hier. Ich dachte, das hätten wir jetzt nämlich schon erledigt. Ach fuck, da bist du ja. Hab mich schon gefragt, wo du abgeblieben bist. Ja, interessante Sache. Weißt du, dass die Separatisten dann so mit uns hier paktieren? Ich meine, gut, was heißt paktieren? Also die sind ja nicht wirklich auf unserer Seite, die wollen immer noch ihr Ding machen. Die wollten mich ja exekutieren sogar, Sestak, du Schwein. Wann hast du meinen Bruder das letzte Mal gesehen? Vor ein paar Tagen vielleicht? Kallax wurde in den Eispalast zurückbeordert, soviel ich weiß. Die Alps bereiten sich vor. Bald schon werden wir mit ihrem Großangriff rechnen müssen.
Wie rechtfertigt ihr Separatisten euer destruktives Handeln? Wir lassen uns nicht gerne in die Karten schauen. Schon gar nicht von jemandem wie dir, Bestie von Xarkor. Doch werde ich dir einen kleinen Einblick in unsere Pläne gewähren. Denn auch du bist Teil unseres Volkes. Ihr seid verblendet von der Hatz und Propaganda der Elixitoren. Wir Separatisten werden euren Einfluss auf die Länder der freien Menschen schwächen. Wir werden euch dazu zwingen, euch wieder auf den wahren Zweck und die Bestimmung der Direktive zu besinnen. Okay. Endlich sehe ich das mal. Ich habe ja schon gesagt, warum sieht man das nicht, wenn jetzt irgendeine Aktion die Kälte erhöht oder verringert? Das ist irgendwie ein bisschen, ne? Aber jetzt habe ich intuitiv. Ich gehöre nicht mehr zum Volk der Alps. Deine Wurzeln werden immer ein Teil von dir sein. Das oberste Ziel der Direktive ist es, das Elex zu fördern und nach Xarkor zu bringen. Ja, aber zu welchem Zweck ist doch das Entscheidende? Du weißt besser als ich, was es bewirken kann und welche Risiken es birgt. Nahe der vollkommenen, synthetischen und restlos emotionslosen Evolutionsstufe haben die Elexitoren den klaren Blick auf die Dinge verloren. Erst wenn sie wieder von der Bildfläche verschwunden sind, werden die Alps wieder ein freies Volk sein. Die Alps zu schwächen bedeutet, dass die freien Menschen an Macht gewinnen werden. Wir haben überall auf Magalan unsere Agenten und Scouts. Sobald eine der anderen Gemeinschaften den Alps gefährlich werden könnte, werden wir das verhindern. Warum, oder? Ist doch Quatsch. Ihr glaubt diesen Schwachsinn wirklich, oder? Nur das Ergebnis zählt. Und wir sind mittlerweile sehr effektiv. Du hast es vielleicht schon vergessen, doch war Effektivität auch einmal eins deiner wichtigsten Werte. Wie wollt ihr die Alp schwächen? Dafür gibt es nur einen effektiven Weg. Wir müssen die Konverter abschalten. Ja. Ja, weg mit den Höllenmaschinen. Worauf warten wir noch? Wenn wir uns nicht bald bewegen, werden es andere vor uns tun. Also müssen und werden wir den Prozess der Konfrontation einleiten. Sei ein Teil davon und hilf uns. Weiß ich nicht. Die Konverter sollen schweigen. Ich weiß nicht, ob ich euch helfen will. Dieser Steuerungscode, den unsere Techniker umprogrammiert haben, muss in den Zentralrechner dieser Einheit eingespeist werden. Er wird dafür sorgen, dass die Förderung des Elex gestoppt und die Lieferung nach Xarkor eingestellt wird. Wir werden mit diesem hier in Süd-Abessa beginnen. Ich war damals kein Techniker. Wie komme ich an den Zentralrechner eines Konverters? Über eine Konsole in der Steuerzentrale. Sie befindet sich immer im oberen Bereich eines Förderturms des jeweiligen Konverters. Was ist mit den Verteidigungseinheiten? Das ist unterschiedlich. In den letzten Wochen wurden zwar viele von ihnen abgezogen, aber auch schon mal durch neuere Modelle ersetzt. Es wäre ratsam, nach bewaffneten Kampfmaschinen, Drohnen oder auch Mutanten Ausschau zu halten. Okay, das ist krass. Können wir jetzt wirklich so das Übel bei der Wurzel packen, ja? Mach ich mal hier oben ein bisschen um. Vielleicht kann ich den ja jetzt auch schon deaktivieren. Weil der ist ja offensichtlich noch am Fördern, das Teil. Aber es ist hier immer so dunkel. Die legen nicht sehr viel Wert auf Licht, oder? Hallo. Ein Separatist-Händler. Was? Du bist ein Händler? Warte mal. Zeig mir deine Ware. Okay. Was hast du denn für Sachen? Deines Elex. Starker Elex-Trank. Was? Da gibt's noch einen zweiten. Das braucht nur starkes Elex hier. Oh, komm, pfeif drauf. Hauptsache, ich hab das Rezept. Konsumieren will ich ja, glaube ich, sowieso nichts mehr. Ein Elex. Alles Quatsch. Na? Ich kann da was dagegen, dass ich mir das einfach so mitnehme. Das ist gut. Oh! Aha. Mehr? Auch ein Fleisch.
Die sind aber auch immer gleich aufgebaut, die Extraktoren. Wenn verschlossen ist es rot, jetzt heißt das, es ist böse, wenn ich das aufmache, oder wie ist das? Darf ich das? Vielleicht mal 5. 7. 6, 8. Geht doch. Oh, das hat direkt gestimmt. Ich bin ja der Meister des Hackings gerade. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Ein kleiner weißer Stein. Sehr schön. Läuft ja. So, da oben ist jetzt nämlich so ein Tisch gewesen, glaube ich, auf dieser Ebene. Der mit dem roten Display oder was auch immer das war. Ja, genau. Und da müsste ich dann... Ist das vielleicht die Steuerkonsole? Das Ding ist halt, er sagte ja, das lenkt dann auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf uns. So, das Trankrezept hier. Markieren bitte. Aber... Konverter ist wieder besser. Ja, ich muss die Konverter abschalten. Speicher erst nochmal. Vielleicht ist es ja nicht so toll, dass ich das jetzt direkt mache. Das wird auf jeden Fall Konsequenzen haben. Ja. Oh. Ich bin nicht gut genug. Natürlich bin ich das. Das kann ich nicht mehr tragen. Wie? Warum kannst du... 5. Brauche ich Geschick? Willst du mich verarschen? Achso, das Schwert kann er nicht... Ich wollte schon sagen. Ich kann die Kette nicht mehr tragen, dachte ich jetzt. Richtig? Ja, danke. Zu einfach. Kann ewig dauern leider bei diesen Schlössern, wenn man das... Oh, Multitalent. Stärke, Geschick und Kampf. Was zum Geier. Das werde ich sofort anziehen, Kinder. Ach, du heiliges Blechle. 40 Schaden. Nicht so toll. Was ich jetzt an hier geschickt? Da kann ich auch das Schwert nicht mehr tragen jetzt, ne? Nein! Nein! Scheiße. Das ist doch dämlich. Okay, ich brauche noch 3 Geschick. Also ich brauche 15 Punkte. Also meine Kälte ist immer noch intuitiv. Ich dachte, das... Ich weiß gar nicht, welche Stufen es da gibt, ehrlich zu sein, aber... Naja. Gut, Leute, das machen wir nächstes Mal. Ich will das... Ein Konverter-Hauptschalter. Es ist ja sehr einfach, hier alles abzustellen. Ja. Nächstes Mal geht's weiter. Hier in Passos 2. Ich bin gespannt darauf. Ich hoffe, ihr auch. Würde mich freuen über ein paar Likes von euch. Und einschalten nicht vergessen zu Elex nächstes Mal. Macht's gut.